Mit Free at Home können Sie zeitabhängige Prozesse automatisieren. In den Zeitprofilen können Sie Schaltaktionen einstellen, die sich täglich oder wöchentlich wiederholen. Mithilfe der Astro-Funktion koppeln Sie Schaltaktionen an Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten und die Anwesenheitssimulation sichert Ihre Immobilie besser ab. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Zeitprofile in Free at Home erstellen und ändern. Wie wird ein Zeitprofil erstellt? Loggen Sie sich im Konfigurationsmodus ein und wählen Sie Timer bearbeiten. Um ein neues Zeitprofil zu erstellen, drücken Sie auf das Plus links. Das Zeitprofil soll automatisch die Jalousien im Wohnzimmer steuern, daher der Name Jalousien. Klicken Sie auf Erstellen. Wählen Sie das erstellte Profil Jalousien aus und klicken Sie rechts auf das Plus, um einen neuen Timer für dieses Profil zu erstellen. Im Pop-up-Menü wählen wir die Jalousien im Wohnzimmer und im nächsten Menü stellen wir ein, dass sich die Jalousien an jedem Wochentag um 7 Uhr öffnen und bestätigen durch Speichern. Für das Wochenende brauchen wir im Zeitprofil einen weiteren Timer, denn die Jalousien sollen erst um 9 Uhr geöffnet werden. Klicken Sie auf das Plus, das Pop-up-Menü erscheint erneut und die Einstellungen können vorgenommen werden. So können Sie innerhalb eines Zeitprofils verschiedene Timer kombinieren. Wie wird eine Astro-Funktion erstellt? Astro-Funktionen werden genau wie die Zeitprofile erstellt. Klicken Sie auf das Plus. Es soll ein Astro-Profil erstellt werden, das bei Sonnenuntergang die Außenbeleuchtung einschaltet und bei Sonnenaufgang ausschaltet. Klicken Sie auf Erstellen, wählen Sie dann das Profil aus und erstellen einen neuen Timer. Jetzt wird die Außenbeleuchtung gewählt und dann im nächsten Fenster ein Häkchen bei Astro-Funktion gesetzt. Direkt darunter wird bei Sonnenaufgang, an allen Tagen, die Beleuchtung auf Aus eingestellt und der Timer gespeichert. Als nächstes wird ein weiterer Timer für den Sonnenuntergang erstellt und die Außenbeleuchtung an allen Tagen auf Ein eingestellt. Wie wird eine Anwesenheitssimulation erstellt? Free at Home protokolliert alle Veränderungen im System, die dann für den Simulationsmodus abgerufen werden können. Erstellen Sie ein neues Zeitprofil und wählen Sie im ersten Pop-up-Menü als Profiltyp Anwesenheitssimulation, so werden automatisch die protokollierten Aktivitäten der verschiedenen Komponenten geladen. Jetzt benennen Sie das Zeitprofil und klicken auf Erstellen. Wählen Sie das Profil aus und erstellen Sie für jede zu simulierende Funktion einen Timer im Profil. Wie wird ein bestehendes Zeitprofil aktiviert? Sie können ein bestehendes Zeitprofil am Schieberegler aktivieren oder deaktivieren. Auch die Timer innerhalb eines Zeitprofils können einzeln aktiviert oder deaktiviert werden. Der Stern oben rechts fügt das gewählte Profil den Favoriten hinzu. Über das Zahnrad können Sie bereits erstellte Timer aus einem anderen Profil importieren und über das Mülleimer-Icon löschen Sie das Zeitprofil komplett.